Der Eskenison schreibt, danke an euch drei. Also Krom verstehe ich, mich verstehe ich. Aber wer ist denn der Dritte? warte. Warte, wo war das? Der war gut, Nere, der war gut. Ist ja bloß einer lustig. Ja. Hallöchen Champagne, los geht's. Champagne, Champagne. Ich hatte, wir mobben doch nicht auswärts. Ja, da denn so ganz freundlich, weißt du. Hallo, du, brauchst du Hilfe? Sollen wir dir was erklären? Ah, bisschen Torben gefallen. Ist nicht weiter schlimm, das passiert den Besten. Genauso kann ich mir das vorstellen. Bei mir hier, weißt du, ein Fehler gemacht. Du Affe, Alter! Loser, Krado, Loser! Ein Unterschied, ob man 40 oder 40.000 Gefechte hat, ne? Ich hab 9.000. Betrifft mich also gar nicht, denn... Ja, ja, ist klar. Armselig. Was hast du denn schon? Du hast doch schon 10.000... Du bist sehr dumm, Freund. Kann es sein, dass dein Mikro irgendwie falsch rum wieder ist? Kann das falsch rum sein? Das ist das Mikro von deinem... Kopfhörer. Nee, es hört sich so an, als würdest du nicht genau ins Mikro sprechen. Kann ich auch nicht. Wie denn? Wo ist denn dein Mikro? Am Kopfhörer dran, der Mensch. Ja, aber du hast doch ein richtiges Mikro. Warum ist denn das nicht dran? Ach, Mensch, das liegt im Container. Das weiß ich, wo das ist. Hat er weggeschmissen. In Container geschmissen. Ich hab hier völlige Not. Kannst du mich auch per Handy anrufen? Dann reden wir da drüber nebenbei. Ich hab doch die Sony-Dinger aufgegriffen. Ja, so. Oh, dafür geht's aber. Na, denn ist dein Klang 1A. Selten hast du dich so gut angehört. Klingt ein bisschen dumm, falls es geht, aber man versteht das gut. Ich meine, bei der Preisklasse von Kopfhörern, da erwartet man das ja auch. Ja, ja, traurig, wenn nicht. Denk bloß dran, wenn du irgendwas aufnehmen willst oder so, musst du alles wieder umstellen bei dir denn. Ey, ach, da was soll ich jetzt auch. Nee, ich meine bloß nicht, dass du irgendwie was vorhast. Kleinen Bildschirm, mein Rechner hier in die Ecke geschmissen. Keine Zieter bei der Santander, natürlich nicht. Alles ein bisschen provisorisch hier. Na ja. Baustelle. Naja, naja. Fehlen auch so die Presslufthammer und so im Hintergrund bei dir da. Ja, so ruhig, schon. So langweilig. Noch fix eine Wand eingerissen. Gessen und dann streamen. Was man so macht. Musst du mal wieder streamen. Es wird hochqualitativ mit Headset-Mikro aufgenommen. Ja, wirklich ein vernünftiges Headset. Nicht so ein 30-Euro Mediamarkt-Krabbelkiste-Headset. Sohoni. Sohoni. Ja, ja. Das gute Sohoni, wer kennt's nicht. Drehtreffer, hey, nett. Ist es auch. Ich habe mir das ist ja Generation 2, glaube ich, haben wir, die XM2 von Sony. Ich habe mir mal die XM5 spaßhalber gekauft. Ich habe mal gucken, ob ich einen Unterschied höre. Ich habe überhaupt keinen Unterschied gehört. Das hat sich genau gleich angehört. Ich hatte mit den neuesten aber bloß ein Problem mit meinem Verbindungs-Bluetooth-Dings hier, was du auch drin hast am Rechner. Was ich dir da mitgekauft hatte. Okay, hat, weil das Mainboard hat jetzt einen drin. Okay, bei mir auch, aber das ist zu schwach. Wenn ich da immer einen Meter weggehe vom PC, dann entkoppelt er das immer. Echt? Darum hatte ich diese Extra-Lösung wieder geholt. Ach so. Das war immer blöd damit. Das war deutlich... Oh nein, nicht das... Oh nein, ich hab keine Reichweite. Das U-Boot ist schon durch, oh. Was soll sich da auch ändern? Naja, noch geiler halt vom Klang her. Ja, lauter. Ich hatte Erwartungen. Nee, lauter darf er nicht. EU-Norm, ja, na, EU-Norm hat ein Maximum an Lautstärke. Wenn du lautere haben willst, musst du importieren aus Amerika. Die anderen, die wir mal hatten, die waren ja laut. Zum Beispiel, ja. Die haben mir geballert, ja. Ich weiß aber gar nicht, ob die durch die Grenze kommen würden jetzt, die diesen Norm nicht mehr erfüllen. Our ship is aflame. Boah, der erst, wenn es einer testet. Ich weiß es nicht. Dafür sind die ganzen Sticker da mal drauf. Ach, Scheiße, Alter. Ich will wieder meine asymmetrischen, da gab's keine U-Boote. Die Missouri fährt hier scheinbar durch. Ja, deswegen muss ich das wegknacken. Ja, mich macht das U-Boot gerade fertig. Kann ich. Halbes Schiff verloren. Ja, ich kann. Zeig für diesen Müll, was der gerade gemacht hat, der hat genauso viel Damage gemacht wie ich in dieser gesamten Runde bisher schon. Für diesen Müll, was er gemacht hat. Einmal links klickt Ping, einmal links klickt Torps, bumm. Und schon bin ich weg. Radaten. Kotzen. Die nächsten kommen auch gleich. Und Ping sitzt wieder, na klar. Oh, 2-3 bloß. Leider nur 2-3. Oh, Batterie nachladebooster. So, Missouri, stirb jetzt. Alles weg, schönes Ding. U-Boot ist hier gemacht. Direkt neben mir. Ja, nee, der greift mich an, keine Angst. Da kommen die nicht. Nee, ich hab auch, die haben zwei U-Boote drin. Ach, beide hier. Es ist ja noch schöner.
Ach, das ist ja toll. Und die hören auf. Oh, hab ich ein Schwein. Hab ich ein Schwein. Wenn es eine Gato wäre, dann wärst du jetzt tot. Absolut, ja. Stimme ich sofort zu. Gato hätte mich jetzt gekillt. Ach, du Scheiße, Alter. Was hat du denn? Ja, was hat du denn? Ja, die sind alle hier. Danken. Schorschiff, alles. Alles. Push da nicht rein. Hier bei AB ist genug. Ich hau gleich ab. Wir brauchen den nun wirklich nicht angreifen gerade. Da gibt's keinen Grund für. Trotzdem gleich weg. Marseille-Flashbacks? Nee. Also so dämlich wie diese Marseille-Runde damals. Nee, so schlimm ist es nicht. Das war ja, der hat mir die Ehre genommen da in meiner Marseille. Genau hinter mir aufgetaucht und dote. Torpedos in our way. Da kommen die nächsten Torps. Hoffen wir mal, dass sie jetzt gleich aufhören. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh, und die gehen nicht rein. Oh, ich ein Schwein. So, jetzt drehe ich aber mal ein. Jetzt drehe ich aber mal ein. Was macht die Selma da? Ich, keine Ahnung. Leck mich am Arsch, Alter. Er ist tot. Ich bin wieder entdeckt, Kacke, Alter. Ein Santander rechts von dir, Krom. Die müssen jetzt mal sterben. 16.000, Scheiße. Mehr Niere, mehr. Das reicht nicht. Mach mehr Damage. Torpedos in our way. Oh Gott, Alter, da sind ja schon die nächsten. Oh, Scheiße. Wie schnell ging das denn? Oh, dann. Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet, dass die so schnell kommen. Es ist so dämlich. Ich habe es nicht mal geschafft, Gas zu geben und wegzulenken. Da kommt der nächste Schwein Torpzielsuchend. Das ist doch völlig verrückt. Gib den scheiß Dingern anderthalb bis zwei Minuten Cooldown. Direkt hinter mir. Naja, Krom hat's gut gefunden. Ich bin der Schlachtschiff, aber okay. Ah, lol, komm bei, Herr Santander. Yep. Wieder mal total verwirrt. So. Ein Linkkader. Aha, rüberhüpfen, ne? Rüberhüpfen. Sehr witzig, sehr witzig. Hallöchen, Chippo. Und komm, hör mal auf zu rasche, bitte. Das ist total laut. Das kannst du nicht machen mit deinem Mikro. Pack die mal heimlich irgendwo unter dem Tisch aus oder so, was auch immer du da isst. Nee, das kratzt richtig, als ob du auf irgendwie Blech oder so kratzen würdest. Das ist eigentlich wie eine Billo-Tastatur, dass man hier beim Mikrofon kann. Ekelhaft, ekelhaft. Dein Schmatzen hört man auch ganz laut, Alter. Geh mal zum Container, hol mal deinen. Ich komm gleich rüber, wir suchen das gleich. Das gute Mikro. Oh, 5000 Uhr, Mann. Schon, da kommen die nächsten Torps. So, wie weiche ich der Pisse jetzt aus? Gar nicht. Gar nicht. Nee, mach's auch nicht. Boing, und wieder Treffer. Cool. Sehr geil, dieses U-Boot-Feature, sehr geil. Macht auch Spaß, es zu kontern. Mit meinen krassen 5 Kilometer Reichweite. Total cool. Was? Mehr nicht? Nee, Jean-Bart hat so gut wie gar nichts. Boom! Die ist halt so sehr stark, die Jean-Bart. Darum haben sie gesagt, die U-Boote müssen die Jean-Bart wenigstens ordentlich von hinten so maximal abpiepen. Und wieder gepinkt. Das ist so unglaublich schwer für U-Boote, diese Pings draufzusetzen. So ganz schwer. Und der nächste Ping. Ach, guck mal, hält eine Minute der Ping. Cool. Und da kommen die nächsten Torps. Das ist einfach nur ein Witz, die Runde hier. Das ist einfach nur ein scheiß Witz. Natürlich. Und boom. Keine Ahnung, ich sehe bloß immer kurz den Ping. War gerade damit beschäftigt, hier irgendwie auszuweichen. Bin übrigens die Jean-Bart hier, ein sehr schnelles Schlachtschiff, bloß mal so nebenbei. Wollte ich nur mal gesagt haben. Für mich müsste es besonders einfach sein, das Ausweichen. Nicht so eine lahm Dinger wie Vermont und Co. Bei der voll vorbeigeballert, den Ping. Den Ping, ja, aber die Torps haben bisher alle getroffen. Keine Schnitte da auszuweichen. Kein. So ist die Scheiße hier. Ich sehe das nicht mal. Der Ping kam ja an, da ist das Gewobbel schon weg. Das ist doch lächerlich. Das ist doch einfach nur lächerlich, diese ganze Mechanik. Können sie nehmen und komplett vom Server wieder schmeißen, den Müll. Und bumm, und bumm. So, pass mal auf, jetzt komm, weich ich den Torps aus. Pass mal auf. Ping ist aus. Eingelenkt. Das erste Mal, dass ich ausweichen konnte. Dieses. Den Ping oder was ist nicht klar, aber das müsste irgendwie. Nee, krieg ich gar nicht. Nee, jetzt konnte ich die Ping ja auch mal entfernen. Diesmal hat es ja funktioniert. Diesmal konnte ich den Ping ja wegmachen.
Vorher hatte ich halt immer Cooldown, da konnte ich halt nichts machen. Was soll ich denn da auch machen? Mein scheiß Angriff hier, der geht nicht mehr weit genug. Ja, boah. Vor allem, er hält mich auch die ganze Zeit offen. Ich gehe nicht einmal zu. Ja, und das TV ist halt auch, ist auch schon weg. Ja. Zitadelle auf den Neptun. Könnte tot sein, die Neptun. Ja, kurz bevor du ballerst. Ja, ist. Hi schon. Okay. Torpedos behind. Neptun down. Warte, ich nutz mein Dings wieder hier, ne? Ach nee, Moment, das hat ja noch Cooldown. Warte, ich zieh jetzt voll rum. Warte. Oh, guck's dir an. Das ist ja so easy auszuweichen, das ist ja fast überhaupt kein Problem. Du jammerst, ist so. Siehst du. Ja, ne. Der kommt jetzt da. Ja. Alles erfahrener Spieler. Soll er doch. Ich komm da nicht mal an, selbst jetzt komme ich mit dieser Scheiße da nicht an. Ping fährt mit, ja, das. Kleines Stück noch und dann links den Anker runter, rum um die Insel. Ja. Den holst du dir. Den entern wir. Der Ramsen. Schuss auf Santander, mal gucken, ob es klappt. So, Ping könnte ich jetzt wieder entfernen. Nee, gibt schon. Ja, fährt schon wieder rückwärts, die Santander. Treff ich nicht. Ach, wir sind aber noch gut zurückgekommen für das, was hier passiert ist. Auf jeden Fall. Und wieder eine Minute den Scheiß drauf. So, Moment. Ausweichen. Torpedos behind. Nicht so oh, weit. 6, 7, 8000 reicht das Flieger. Torpedos right behind us. Scheiße. Miri, ich brauch deinen U-Boot-Support hier. Unbedingt. Ah, ich hab keinen. Hast auch keinen? Cool, dann sind wir ja gut bewappnet hier. Nee, ich hab welchen, aber du bist halt viel zu weit weg. Ja, weil du weggefahren bist. Ich bin einfach zu dir hingefahren. Du bist weggefahren. Man merkt richtig, dass du keinen Bock hast, gegen das U-Boot zu kämpfen. Guck mal da, die Santana. Gleich. Wenn ich nicht vorher krepiere durchs U-Boot, dann ja. Warte, wie weit lenkt er ein? So weit lenkt er ein, okay. Könnte tot sein. Heilt aber auch gerade gegen. Ach, kacke. Und 2000. Nee, plus 1000 sogar. Scheiße. Oh, und jetzt ist er zu, ne? Jetzt ist er nicht mal mehr spotted. Ach, ist das zum Katzen. Ach, so geht die Haut auch ab, ne? Die fährt ja gar nicht. Ja, der macht nicht so viel, leider. Schade. Letzten Hauptbatterie-Nachladebooster verschwendet, weil die Santana nicht mehr zu sehen war. Da kommen wieder die Torps. So, jetzt pass auf. Jetzt weiche ich wieder aus. Aktives Ausweichen aktiviert. Ja. Ich muss mich auch gar nicht voll komplett auf ihn konzentrieren, damit das klappt. Überhaupt nicht. Cruiser in view. Hat auf die Jervis geballert, Jervis nicht getroffen, scheiße. Passi. Ping. Nee, also wenn dieses Gewobbel da oben, das müsste wirklich punktuell immer mitlaufen. Genau da, wo das U-Boot gerade ist. Und wenn das U-Boot sich bewegt, müsste das Gewobbel da auch mitlaufen. So schwachsinnig so. Torpedos right behind us. Und da kommen die nächsten. Alter, was für ein Intervall, der die rauskotzt. Alle 30 Sekunden kommen hier 36.000 Schaden an. Das ist doch irre. Ja, passiert ja nicht. Das ist voller Torpedos on the right. Sehe ich. Der Einzige, der mir Chance zugefügt hat, die Runde, war das U-Boot bisher. Er hat überhaupt keine Chance gegen dich da. Ja, doch, er ist machtlos. Den mache ich sowas von fertig. Er ist aber jetzt sehr dicht dran. Vielleicht treffen wir jetzt sogar mal mit den Dingern. Du hast die Jervis auch gleich voll, ja? Ja. Das noch so. Dazu. Ding aus. Endlich mal einen Gegner, den auch besiegen kann. Oh mein Gott, ich habe ihn das erste Mal getroffen. Seit 10 Minuten oder so, seit ich hier gejagt werde. Ich hab gerade mit der Anti-Sub-Bewaffnung gearbeitet und das U-Boot angegriffen. Da hätte ich mal wissen sollen, dass von vorne welche kommen. Ich dachte, die meint die vom U-Boot. Das kann ich ja nicht ahnen. LOL, ich hab's U-Boot gekillt. Ja, danke. Leg dich mit dem Krado an und du stirbst wie alle dann. Genau. Leider Gottes ist unser U-Boot am CV verreckt. Egal. Nere, das kann passieren. Ja, ich sag ja nur, leider. Ach, nicht abgefackelt, schade. Das wäre wichtig gewesen. Unser Jobar ist leider auch am CV verreckt, muss ich leider so sagen. Noch nicht. Könnte gleich passieren. Boing. Ja.
lächerlich. Au. So, jetzt unser CV. Los, den DD aufmachen. Jetzt haben wir noch eine Chance. Ah. Ja. Gut. Ne? Gut. Bleiben wir mal hier stehen und warten die Torps ab, die gleich kommen. Oh, cool, das ist ein U-Boot da. Der kann ja nicht viel Leben mehr gehabt haben. Aber allein, dass der mich so lange hier so dämlich jagen kann, ist es so blöd. Es ist so blöd. Bei der Jervis weiß ich, wenn jetzt irgendein anderer da noch wäre, die Akatsuki könnte runterfahren, die Jervis wenigstens aufmachen. Das U-Boot eben konnte keiner aufmachen. Es gab niemanden, der das U-Boot hätte noch kontern können. Naja. Das war's. Jervis Tops kommen jetzt hier gleich ein paar Sowal von links und dann war's das mit mir. Dann war's das. 5, 4, 3, 2, wenigstens kriegt den Cap noch durch. Ja, ja. Das ist jetzt ärgerlich. Der greift völlig scheiße an. Nee, macht er nicht. Der reicht leider. Oder? Einer? Prall doch ab, guck mal hier. Ah, easy, prall doch ab. Warum gibt's das eigentlich noch nicht für Schlachtschiffe, das Tops abprallen kann? Der U-Boot hat bei dem Parseball null Schaden gemacht. Was, unser U-Boot? Wir haben den Parseball die ganze Zeit gejagt. Der stand keine 500 Meter hinter dir. Der ist ja auch fetter deutscher Flugzeugträger. Parseval, wenn ich an T8-Flugzeugträger denke, sehe ich bloß Parseval am Himmel. Muss der nicht selbst sein? Wieso ist die abgehauen? Entschuldigung. 10.000. Die Acker will den... keine Ahnung, was der vorhat. Der stirbt ja jetzt bestimmt noch dran, ich sehe das schon. Ja, ja. Da sind Jervis Tops, das ist schon mal sehr gut. Ketten. Da sind die anderen, nice, Jervis hat die Tops verkackt. Schön. Torpedos behind. Oh, anstrengend, anstrengend. Ich mach keinen Schaden bei dem. So, ja, was mache ich hier gerade? Komm. Was weg von mir. Forward as normal. Du weißt, dass deine Jervis vor mir noch irgendwo genau hängt, ne? Ah, ärgerlich. Ich habe leider keine Verbrauchsmaterialien mehr. Super ärgerlich gerade. Super ärgerlich. Dinger verstärken. Parseval nochmal getroffen. 7-8. Jetzt lenkt er weiter ein. Ja. Nochmal werde ich nicht treffen können. Scheiße. Irgendwo da. Und ich habe bloß einen Flieger. Zwei Flieger. Zwei droppen. Komm, schieß einen Flieger ab. Schieß einen Flieger ab. Schieß einen Scheißflieger ab. Ich lebe noch. Easy. Board, please. Hab ihn nochmal getroffen. Wir führen. Eine Minute wir noch. Wir führen. Ja, die Jervis Tops kommen gleich. Ah, der ist ja drin im Captain. Wir brauchen ihn doch bloß aufdecken. Oder nebeln und... Du, ist jetzt... Er hat sich jetzt drauf... ist jetzt zu spät, ja. Scheiße, ich muss jetzt einlenken. Kommen nämlich hier im Moment die nächsten Tops. Ja, ja. Links, rechts. Hoch, bin nicht mehr spotted, 12-9 ist er weg. Jervis dürfte mit den Tops bei mir nicht ankommen. Ah, gewonnen, Junge. Easy win, Junge. Nee. Ja, der, nee. Die Acker hat wenig Leben. Da ist er. Parseval, Parseval. Voran? Ja, er ist sehr langsam. Jetzt zieht er den los. Ja, der steht. Und boom. Nee, stehen tut er auch nicht. Er stirbt. Jetzt gibt er wieder Gas, ja. Oh, da hat er gerade mit der Geschwindigkeit das gespielt. Das geht alles daneben. Nee, leider nicht. Zwei Treffer, nichts. Ärgerlich. 35 Sekunden noch. Genau. Ja, aber er hat eine volle Staffel hier, das überlebe ich nicht. Ich hab doch alles. Ich hab doch alles. Ich lebe doch, ich lebe doch. Oh mein Gott, ich lebe doch. Jervis ist in A drin. Egal. Mein, der Fresse, ich stirb doch endlich. Ist nicht egal. Ist nicht egal. Jetzt stirbt nämlich unser Acker. Ist nicht egal. Jetzt stirbt nämlich die Acker, ja. Weil der sich nicht bewegt hat. Jetzt darf ich nicht sterben. 10 Sekunden. Wir führen noch. Ich will Kraken. Ich will meinen Kraken. Stirb jetzt, CV. Jawoll! Geil! Das ist Feuer, was eine ey. Runde, Alter! Haben die das da weggeschmissen? Haben wir ein Schwein, ey! Puh. Gott, Alter! Oh Gott! Oh! Alter Schwede! Das war eine anstrengendste Runde, die ich je gefahren bin. Oh Gott! Das war lustig. Lustiger. Guck dir unsere Leistung an. Das war lustig. Das war sehr lustig. Warte eine Runde, 2800 Grund EP, 5 Kills, easy. Alter, ich hab bloß Müll am Anfang gelabert, irgendwelche Themen nicht mal annähernd in der Runde und daraus wird sowas. Naja, gut, das kennt man. Das kennt man ja. Ist doch wie immer, Oh, warte eine Runde. Ich hatte gestern einen super Container und was war da drinne? 7 Tage Premium. Kohle. Oh, sehr froh, ich habe 2x 7 Tage Premium jetzt schon hintereinander. Ja, das ist auch geil. Nee, unser U-Boot hat 200 Grund EP. Hast du nicht gesagt, der hat den feindlichen CV gehandelt? Ja, der hat den feindlichen CV gejagt, ja.
Und hat da dann 0 Schaden gemacht, leider Gottes. Oh, aber eine Runde. Ich glaube, das war die Salmon, die den gejagt hat, nicht die U190. Wahnsinn. Weißt du, was ich nicht verstehe, warum die Jervis nicht einfach angefangen hat zu ballern? Jedes Mal Nebel, wenn der CV da ankommt und dann einfach mich zusammenrotzen. Ich habe keine Ahnung. Die hätte dich doch locker zusammentorpen können und weg wäre. Der ist ja völlig weggefahren von dir. Warte eine Runde. Oh, nee, auch 2-5. Komm auch gut dabei mit der Santana. Beste Santana-Runde, sagst du, ever. Woo! Es ist ein Müllschiff. Bei der Nierat war nicht schlecht. Das ist auch alles, was er kann. Das ist ja leider das Problem. Das Ballern des AP kloppt schön rein, aber dafür musst du halt auch eine Situation mal finden. Das Ding Wahnsinn. Ist, du siehst, dass die Runde eigentlich nur wegen wenigen Leuten gewonnen wurde, denn die Gegner haben genauso viele Leute über 1000 Basis EP wie wir. Mhm. Und das zeigt eigentlich, die haben auch im Schnitt mehr EP als, also ne, außer uns Ausläufer, aber so, wenn du das einfach vergleichst, eigentlich hätten wir verlieren müssen. Ich lobe mal unser Aki trotzdem. Auch wenn das am Ende ein bisschen merkwürdig war, unsere Türpitz können wir auch mal loben. Mhm. Geil, Alter. Was eine Runde. Gott, die kommen auf jeden Fall auf YouTube. Oh, das war, glaube ich, eine meiner krassesten Jean-Baron, die ich je hatte. Das hat so langweilig und blöd angefangen. Da wurde ich 10 Minuten vom U-Boot gejagt. Und der macht man da noch sowas draus. Wahnsinn. So macht World of Warships Spaß, meine Freunde. Genau so.